Als Wissenschaftsminister habe ich in den letzten Wochen eine Reihe spannender Termine wahrgenommen. Am 5. Juli wurden in meinem Beisein die Eckpunkte für den Aufbau des Deutschen Zentrums für Astrophysik in der Lausitz unterzeichnet. Dieser Schritt stärkt die Innovationskraft und den Wissenschaftsstandort Sachsen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer habe ich am 23. Juli an der Grundsteinlegung für einen Neubau des Deutschen Krebsforschungszentrums in Dresden teilgenommen, der mit 20 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen finanziert wird. Am 4. August habe ich das offene Regierungsviertel in Dresden besucht, wo alle Interessierten spannende Einblicke hinter die Kulissen der sächsischen Staatsregierung erhielten. Außerdem gab es die Möglichkeit, mehr über SPIN 2030 und verschiedene sächsische Wissenschaftseinrichtungen zu erfahren. Um noch mehr potenzielle Studierende in Sachsen zu halten oder hierher zu locken, hat das sächsische Wissenschaftsministerium die Kampagne Study in Saxony ins Leben gerufen, die ich am 8. August der Öffentlichkeit vorgestellt habe. Für weitere Informationen klickt auf den Link in der Bio.